frage euch, haben wir heute den Mut, unseren Haustür für die Menschen aufzumachen und zu sagen, geh in mein Haus rein, wirst du sehen, was ich predige, ist auch so zu Hause? Werden wir den Mut haben, unsere Kinder zeigen zu können, unseren Frauen zeigen zu können? Die Videos, die DVDs, Posters, Haram-Sachen, was zu Hause vorhanden ist, wo werden wir diese alles verstecken? Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, als seine Ehefrauen, 9 Ehefrauen, kommen zu ihm und sagen, ja, Rasulallah, die Menschen kommen und fragen immer über dich, was du zu Hause machst. Was dürfen wir erzählen und was sollen wir den Menschen verheimlichen, nicht erzählen? Bestimmt kommt jemand und fragt ihn über private Angelegenheiten. Was dürfen wir erzählen über dich und was dürfen wir nicht erzählen? Wisst ihr, was der Gesandte gesagt hat? Hadithu anni kullu shay. Erzählt über mich alles. Alles, was ihr seht, könnt ihr erzählen. Können wir das auch heute sagen? Wenn jemand zu unserer Frau kommt und sagt, erzähl mal über deinen Ehemann. Was macht er zu Hause? Wer sie erzählt, kriegt sie blaue Auge. Darf sie nicht erzählen. Aber der Gesandte hatte keine 2 Gesichter. Hadithu anni kullu shay. Erzählt über mich alles, was ihr seht. Denn ich bin Gesandter, ich habe keine 2 Gesichter. Wie ich bin draußen, zu Hause war er noch gottesfürchtiger. Wie viel war er drin, draußen vor den Menschen gottesfürchtig, als er zu Hause kam. Der hat 5 Stunden lang, sehr lange Zeit Qiyamul Layl gebetet, die ganze Nacht Qiyamul Layl, bis seine Füße geschwollen sind. Er war draußen der Tapfere, zu Hause war er genauso. Indem er seine Männlichkeit zu Gottesdienst umgewandelt hat. Denn Allah sagt, Männer sind nicht die Leute, die ihre Frauen schlagen und auf der Straße brüllen und provozieren und Schimpfwörter benutzen, sondern Männer sind die Leute, ihnen weder eine Handel noch eine weltliche Sache stoppen kann vor Anbetung. Vor Anbetung kann nichts die stoppen. Das sind Männer bei Allah. Das sind Rijal. Was Allah nennt diese Leute als Männer. Nichts kann sie aufhalten von Allahs Erwähnung, von Zikrullah, von Iqamatus Salah wa Ita'us Zakah. Nichts. Aber heute, wir reden Dinge, tahsabunahu hayyinan. Ihr redet Dinge, ihr denkt, das sind einfache Dinge. Wa huwa indallahi azim. Aber das ist bei Allah große Sünde, große Sache. Wir reden Sachen, wir denken, das ist einfache Angelegenheiten. Denn wir haben keine Regeln mehr. Denn wir haben keine Vorbilder. Und wir versuchen auch kein Vorbild zu werden. Weder in der Familie, noch in den Brüdern. Nicht mal in der Schule, nicht mal im Arbeitsplatz. Nicht in den Geschäften, in der Moschee. Wir wollen keine Vorbilder. Das ist unser Problem. Deswegen, wir denken nicht nach. Wir denken nicht nach, was wir für unsere Religion tun werden. Das ist unser Problem, liebe Brüder. Deswegen derjenige, der etwas für seine Religion denken würde, der würde sofort versuchen, Vorbild zu werden. Und für Vorbild zu werden, er braucht Wissen. Heute gibt es so viele wissende Menschen. Es gibt islamische Länder, haben tausende Universitäten, islamische Universitäten. Jedes Jahr absolvieren tausende Studenten und predigen im Fernsehen, im Internet, in Zeitungen und schreiben und Bücher und so weiter. Aber wie viele handeln auch nach ihrem Wissen. Du siehst Professor, der ist Professor, Doktor in Hadith-Wissenschaft, in Scharia und er sagt, ja, eine Frau braucht keine Hijab. Subhanallah, was nützt ihm seine Wissen? Er sagt, ich bin Hadith-Experte und lügt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das Verhältnis zwischen Unwissenden und zu einem Gelehrten, wie viel ist das? 1 zu 1 Million? Oder vielleicht 1 zu 2 Millionen? Ein Gelehrter für 2 Millionen Volk. Das heißt, großer Unterschied. Früher, der Verhältnis zwischen Jahil und Wissende war sehr nah. Sehr nah war das. Heute, Verhältnis zwischen einem Gelehrten und Unwissenden ist unvorstellbar. Deswegen, bis wir das nicht geändert haben, können wir auch keinen Fortschritt machen, liebe Geschwister. Wir haben Gelehrte, aber wie viel praktizieren Gelehrte mit ihrem Wissen? Wir haben zu viel Unwissende. Letztens ruft mich eine Frau an und fragt mich und sagt, ich habe 4 Jahre lang
das Fajr-Gebet wie das Maghrib gebetet. Ist mein Gebet gültig? 4 Jahre lang betet sie Salatul Fajr wie das Maghrib. Ja, also 3 Gebetseinheiten in 3 Rekka. Sie wusste nicht, dass das nur 2 ist. Ist das, was soll sie tun? 4 Jahre, wo warst du? So unwissend sein, dass man 4 Jahre das Fajr-Gebet nicht richtig betet? Gibt es Leute, der hat Wudu genommen, ohne die Füße zu waschen? Er dachte nur, Hände, Gesicht, das Arm und Kopf streichen. Und wusste nicht, dass man auch die Füße waschen soll oder drauf streichen soll. Wusste nicht. Jahrelang er betet und hat so gemacht. Viele fasten und wusste nicht, dass während der Fastenzeit Geschlechtsverkehr mit der Frau verboten ist. Das sind nicht 1, 2 Leute. Glaubt mir, wir sind die Minderheit. Die Mehrheit hat keinen Plan über die Religion. Wer wird diese Leute aufklären? Dazu brauchen wir Prediger. Wo sind die Prediger? Wie viele Prediger haben wir? Wenn in einem Land Schirk, Kufur, Bid'ah, Erneuerung in der Religion, große Sünden verbreitet sind, das ist ein Zeichen, dass in dem Land gibt es keine Prediger. Oder die Prediger sind sehr, sehr wenig. Denn kann nicht sein, in einem Land, wo Prediger vorhanden sind, dass dort wird Schirk gemacht, Magie gemacht, große Sünden gemacht. Deswegen wir sagen, es gibt nicht nur Wirtschaftskrise heute in der Welt, es gibt größere Krisen. Es gibt Krise in der Religion, es gibt Krise in der Aqida, es gibt Krise in der Anbetung, es gibt Krise in der Familie, es gibt Krise im Verhalten, im Benehmen, es gibt Krise in unserem Umgang, liebe Brüder. Und wie sollen wir diese Krisen lösen? Durch Prediger. Wo sind diese Prediger? Allah sagt, von euch sollen Leute sein, die das zum Guten aufrufen und das Gute gebieten und das Abscheuliche, Verwerfliche verbieten. Wo sind diese Prediger? Und noch schlimmer, wenn der Prediger geht zu jemandem und er sieht am Grab, der betet einen Grabstein an und sagt, ja Abdallah, hilf mir, ja Abdallah, und ruft zum Abdullah. Und der Prediger geht und sagt, ja Achi, du sollst nicht eher Abdullah sagen, du sollst ja Allah sagen, ruf nur Allah. Und dann rezitiert er im Vers von Koran in Surat al-A'raf, sagt Allah Azza wa Jalla, und die, die ihr anruft, sind genauso wie ihr Diener. Sind Ibad und Amthalukum. Sie sind wie ihr eine Diener, wieso rufst du ihn an? Ruf doch Allah an. Wisst ihr, was denn der sagt? Das ist wahhabitisches Vers. Das bringen die Wahhabiten als Beweis. Subhanallah. Koran ist jetzt nach Sekten eingeteilt. Deswegen, liebe Brüder, das fehlt uns heute, Prediger. Wisst ihr, dass früher bei den Salaf Leute in die Moschee gekommen sind und der war ein Unwissender. Wie zum Beispiel Abu Sulaiman al-Hadrami. Er sagt, ich war ein unwissender Mensch. Ich bin in die Moschee gegangen und da gab es einen Prediger. Ich habe seinen Vortrag angehört und mein Herz wurde weich. Aber als ich die Moschee verlassen habe, wurde mein Herz wieder hart. Dann habe ich gesagt, ich gehe nochmal in einen Vortrag. 2. Tag. Und dieser Vortrag hat mir geholfen, 1 Tag bis zu Hause. Ich habe gesagt, ich muss nochmal gehen, weil Einfluss hat wieder aufgehört. Nach 3. Mal ist er ein großer Gelehrter geworden. Vielleicht in dieser Kreis sitzen Leute jetzt, die heute vielleicht keine Ahnung über Religion haben. Aber es kann sein, dass er nach 5 Jahren oder nach ein paar Jahren mehr Wissen haben wird, der hier predigt. Das ist machbar. Jemand ist von seinem Tante Beerdigung gegangen, von Salaf, und der war 21 Jahre alt. Seine Tante ist gestorben und er war bei der Beerdigung und diese Beerdigung hat ihn so beeinflusst, dass er wurde einer der größten Hadith-Gelehrten. Und er sagt das selber, das war der Sebeb, dass ich angefangen habe, Ilm zu nehmen. Das heißt, was fehlt dir, dass du diesen ersten Schritt machst? Deswegen, keiner soll sich unterschätzen. Keiner darf sich unterschätzen. Denn Allah hat in den Herzen Gottesfürchtigkeit schon eingepflanzt. Diese Gottesfürchtigkeit, was in deinem Brust ist, soll endlich zum Bewegung kommen. Und wie soll das in Bewegung kommen? Indem du nachdenkst über die Verse des Korans. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Damit sie über unsere Verse nachdenken. Nicht über den Koran nachdenken, nicht über die Kapitel des Korans nachdenken, sondern er sagt, über jeden Vers soll man nachdenken. Ayah. Er sagt nicht, لِيَدَّبَّرُوا الْقُرْآنِ, sondern لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ.